wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener Einführung und Vorstellung neuer Funktionen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich sehr, dass ich wieder das Webinar mit David Warney machen kann. Und vor allen Dingen freue ich mich auf die neuen Funktionen. Das Team von Forex Screener hat ja von Anfang an gesagt, dass die Entwicklung da nie stehen bleiben wird. Und das war bis jetzt immer der Fall. Deswegen freue ich mich sehr auf die neuen Funktionen heute. Und bevor ich aber tatsächlich weitergebe, müssen wir trotzdem den Risikohinweis kurz besprechen. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der David vielleicht den einen oder anderen oder andere Trading-Idee zeigt heute, was mit dem Forex-Screener möglich ist. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist sehr wichtig. Gut, dann nochmal offiziell guten Abend, David. Schön, dass du die Zeit für uns dir genommen hast. Und ich übergebe gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß. Ja, sehr gerne. Dann stelle ich kurz den richtigen Bildschirm noch ein. Und dann haben wir es auch gleich. So, perfekt. Jetzt sieht man ihn. Ja, vielen Dank für deine freundliche Einladung, Nelson. Und von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Ich habe heute wieder die Ehre, die nächsten Minuten mit Ihnen verbringen zu dürfen. Bisher war das Wetter eigentlich immer ganz schön draußen, dass ich meinen Hut davor gezogen habe, dass alle so fleißig mit zugehört haben und hier mit dabei waren. Und wenn ich jetzt auf die Teilnehmerliste schaue, dann sind wir auch wieder ganz gut ausgestattet, unser Raum. Es freut mich immer sehr, dass wir mit dem Thema so viele Trader und Traderinnen hier noch erreichen. Das finde ich jedes Mal erstaunenswert. Ja, was haben wir heute auf der Liste? Oder ich sehe gerade, wenn ich mir so die Namen anschaue, wer alles dabei ist, dann haben wir natürlich einige Trader, die schon den Forex-Screener nutzen, einige ganz neue, einige Interessenten. Daher kurz nochmal die Vorstellung, wer hier eigentlich die nächsten Minuten ihre Zeit raubt. Nelson hat es ja schon gesagt, David Warner ist mein Name. Ich bin aktuell 28 Jahre alt und ja, bin Mitgründer vom Forex Screener. Das heißt, wir haben den zusammen geplant, entwickelt, aufgebaut, getestet und nutzen ihn heute noch und bringen ihn auch immer noch weiter. Die meisten kennen mich wahrscheinlich auch von AlgoCamp, auch ein Unternehmen aus Berlin. Aber heute geht es hier um den Forex Screener und wir wollen heute mal so ein bisschen, ja, zweigleisig fragen. Wir haben immer so die regelmäßigen Webinare, wo wir die Neuerung vorstellen und auch nochmal eine Einführung geben. So die Einführung, die öfters dabei sind, die kennen das wahrscheinlich schon alle, aber wir können vielleicht noch hier und da ein paar Tricks mitnehmen. Und dann kommen wir auch noch zu den neuen Funktionen, die immer ganz interessant sind. Da haben wir bisher es auch mal geschafft, jedes Mal eine neue Funktion oder mehrere neue Funktionen vorzustellen. Wir haben in den letzten Monaten auch mal ein bisschen nachgefragt oder genauer nachgefragt, was ist eigentlich so der Wunsch von den Tradern da draußen. Das heißt, will man neue Filter, will man mehr Erklärungen und so weiter und so weiter. Und da war der Wunsch immer ganz groß oder so die Frage oder das Feedback, was kann ich dann alles genau damit machen? Und das sieht schön und gut aus, aber was bringt es mir am Ende des Tages? Und da haben wir jetzt gerade in der letzten Zeit den Fokus besonders drauf gelegt. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Das heißt, wir haben eigentlich ein volles Programm für heute, was die Vorstellung so angeht. Was Fragen angeht, können wir es eigentlich immer gerne so machen. Ich habe die Fragebox hier oben offen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ruhig einfach jetzt stellen. Ich gucke regelmäßig rauf und wenn es gerade passt, dann beantworte ich die Fragen. Und ansonsten lasse ich uns auch auf jeden Fall für das Ende noch ein paar Minuten offen, sodass wir da ganz in Ruhe alle Fragen klären können, ohne dass jemand nach Hause geht oder offline geht und nach Fragen offen hat. So, das ist unser Ziel. Ganz wichtig für die, die es noch nicht wissen, der Forex Screener ist komplett kostenlos für alle aktiven Trader bei FXBet. Das heißt, wenn Sie ein Live-Konto haben, das kapitalisiert ist, dann können Sie den Forex-Screener mit allen Funktionen, die wir heute sehen und sehen werden, komplett kostenlos beantragen. Geht relativ einfach. Und bei FXBet gibt es die Unterseite oben bei Handelsplattform und dann im Forex-Screener. Da findet man ein paar Informationen zu und kann sich hier auch den Zugang erstellen oder aber direkt auf unserer Seite
forex-screener.de, können wir hier auch auf Zugang erstellen klicken. Und das sind im Endeffekt nur zwei Wege, die zum gleichen Ziel führen. Wir bekommen am Ende des Tages den forex-screener kostenlos. So, das dazu. Und dann schauen wir einfach mal direkt gleich rauf, worum geht es eigentlich heute? Thema ganz klar, der forex-screener. Hier sehen wir auch schon den forex-screener. Und darum geht es heute komplett. Für alle erstmal die Einführung, damit wir so, wenn wir uns auf die neuen Funktionen ein bisschen konzentrieren, alle das gleiche Wissen haben, sonst dann können nicht alle mitfolgen. Klar, für die einigen wird es am Anfang nicht so spannend sein, weil sie die Sachen schon kennen, aber ich sage immer, hin und wieder kommen dann doch so Kleinigkeiten auch für die Kenner rum, wo man sagt, super, da habe ich nochmal was gelernt. Was ist der Forex-Screen eigentlich genau? Vorab, wir müssen nichts installieren. Das ist immer ganz wichtig, das finde ich selbst auch manchmal ein bisschen nervig, wenn ich verschiedene Programme nutze, irgendwelche Dienste nutze und dann aber nebenbei 20, 30 Programme installieren muss. Das heißt, ob Sie zu Hause einen Mac haben, einen Windows-PC, einen Linux-PC oder was auch immer, wie auch immer Sie gerade hier mit zuschauen, Sie können den Forex-Screener nutzen, der läuft komplett im Browser, das heißt, Sie brauchen keine Software installieren, kein Plugin und es ist egal, was Sie für einen Computer, Laptop oder Schreibmaschine zu Hause rumstehen haben, wo das Webinar funktioniert, wird auch der Forex-Screener funktionieren. Und der Forex-Screener ist, wenn wir das so, ja, ich sag mal, abstrakt sehen oder einfach sehen, ein Scanner, also ein kleiner Roboter, der uns hilft, den gesamten Markt zu scannen. Wenn wir uns so die Asset-Liste angucken, beispielsweise im MetaTrader, wenn wir hier links die Marktübersicht haben und mal alles anzeigen lassen, dann ist das relativ viel hier, also sehr, sehr viel. Ist natürlich nicht negativ gemeint, sondern schön, dass wir so ein großes Angebot hier haben an Assets bei FXBet. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir wahrscheinlich nur die Klassiker handeln, den DAX, Euro, Dollar, British Pfund, vielleicht noch Gold, Silber. Und dann hört es bei den meisten auch schon auf. Da sieht man auch so in den Statistiken, ich glaube, die wenigsten von uns handeln polnische Zloty oder mexikanische Peso oder einen südafrikanischen Rand. Das sind eher so die, ja, die Werte, die nicht so beliebt sind. Aber wieso ist das eigentlich so? Klar, gar keine Frage, der Euro-Dollar und der DAX, die sind einfach sehr, sehr günstig von den Konditionen her, vom Spread her. Ist das ein Markt, der extrem beliebt ist? Das sieht bei exotischen Werten nicht so gut aus. Aber ich glaube nicht, dass es der Grund ist, wieso die meisten nur den Euro und den DAX handeln. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir nicht die Übersicht haben. Wir können einfach nicht immer schauen, wo läuft gerade was. Wir können natürlich noch ein paar neue Chartfenster öffnen, mit dem MetaTrader 4 oder 5, das spielt gar keine Rolle. Können wir das natürlich auch alles anordnen lassen, aber wir sehen schon, das wird alles so klein. Wenn ich jetzt noch 5 weitere aufmache, dann erkennen wir eigentlich gar nichts mehr. Und von den 200, 300 Assets, die wir handeln können, können wir einfach nicht alle durchüberblicken. Das geht nicht. Die meisten kennen wir wahrscheinlich gar nicht, wenn wir uns irgendwelche Kürzel angucken. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und mit diesem Problem oder aus diesem Problem heraus ist eigentlich auch der Forex-Screener entstanden damals. Weil wir haben uns immer die Werte angesehen. Das heißt, wir haben ja auch früher, bevor wir mit den Projekten angefangen haben, auch in Vermögensverwaltung angefangen. Und da haben wir so ein bisschen den Blick dafür entwickelt oder die Techniken entwickelt, um auch so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und auch da gute Assets zu finden, die profitabel sind. Das heißt, nicht nur auf den Euro gucken, sondern auf die Sachen gucken, wo keiner quasi guckt. Und das können wir als Mensch so nicht umsetzen. Wie gesagt, wir haben nicht den Platz, nicht die Zeit und auch wahrscheinlich nicht die Lust dazu, alles durchzuscannen manuell. Und dafür haben wir uns einen Roboter entwickelt. Und der war im ersten Schritt eigentlich für uns selbst gedacht, weil wir ein Stück Software haben wollten, was uns ein bisschen die Arbeit abnimmt. Und da geht es um ganz, ganz einfache Sachen beispielsweise. Machen wir jetzt ganz ein einfaches, praktisches Beispiel. Ich habe hier 200, 300 Assets und ich will mal alle Märkte sehen, die 10 Tage in Folge positiv waren. So, was würde ich jetzt hier machen? Guck mir einen Tag nach dem anderen an. Stell die auf Tagesbasis. So. Und schiebt den nächsten rein und den nächsten und den nächsten. Da brauchen wir eine ganze Stunde für, bis wir einmal durch sind. Macht keinen Sinn. Was machen wir mit dem Forex-Screener? Das Ganze können wir hier einfach relativ einfach filtern. Ich sage, lieber Forex-Screener, zeig mir alle Märkte an,
die 10 grüne Kerzen in Folge, 10 Kerzen in Folge grün waren. Ich scroll runter und schon sehe ich das Ganze. So, ich will Tagesterminals, die über Forex-Screener auf Tagesterminals anzeigen. Und schon sehe ich alle Werte, wo wir mindestens 10 grüne Tageskerzen in Folge haben. Das sehen wir hinten nochmal. Wir haben hier zwei Werte, zwei deutsche Aktien und die haben 13 grüne Kerzen in Folge. Stimmt das? Ich klicke einfach mal rauf und schaue mir das Ganze an. Hier haben wir die Daimler AG. Und ja, die läuft schon seit 13 Tagen in Folge positiv. So. So geht das Screening effektiver, als wir es kennen. Und daraus oder aus diesem Problem, dass wir die Übersicht nicht haben und die Zeit nicht finden, haben wir den Forex-Screener damals entwickelt. Das heißt, MetaTrader ist für uns nicht mehr ein Suchen und Finden, indem wir uns Zeit verbringen und etwas suchen, sondern wir haben jetzt dafür den Forex-Screener. Das sind quasi, wenn wir die nutzen oder wenn Sie die nutzen wollen, haben Sie ab sofort zwei Programme. Der Forex-Screener hilft Ihnen dabei, so ein bisschen den Markt zu überblicken. Der MetaTrader, so wie Sie es kennen, ist dafür da, um zu traden. Und hier gibt es auch noch einen kostenlosen Expert-Advisor, der das Ganze verbindet. Also keine Sorge, kein Roboter, der automatisch auf Ihrem Konto handelt, sondern der Ihnen das Traden noch einfacher gestaltet. Ich habe ihn jetzt hier nicht installiert, aber wenn Sie den Zugang hier haben über FX-Welt, dann ist dieses Add-on auch kostenlos für den MetaTrader 4 und für den MetaTrader 5. Und wenn Sie dann beispielsweise sagen, Sie aktivieren hier das Add-on drauf, sind im Forex-Screener unterwegs und klicken auf einen Wert, die Daimler-Aktie zum Beispiel, dann würde sich automatisch dieser Chart auch hier im MetaTrader öffnen. Ganz einfach. Das heißt, Sie müssen nicht, also Sie sparen sich quasi hier, den Wert rauszusuchen an der Seite. Ah, wo haben wir Daimler? Wo haben wir Daimler? Oder es hier manuell einzugeben, brauchen Sie nicht mehr. Das macht er dann automatisch. Auch, wie gesagt, alles für Sie als Kunde von FX-Welt auch kostenlos. Und damit kommen wir so ein bisschen näher an unser Ziel, was wir eigentlich haben. Und was wollen wir eigentlich als Trader? Wir wollen Märkte handeln, die ein hohes Potenzial bieten, und zwar dann, wenn wir da sind. Das ist immer so ein bisschen die Problematik bei den meisten Tradern. Je nachdem, wie wir beruflich unterwegs sind, ich sage mal so, der Durchschnitt ist dann vielleicht um 18 Uhr, 17 Uhr zu Hause, hat dann 2, 3 Stunden Zeit, um sich mit der ganzen Materie zu beschäftigen. Und der Klassiker ist natürlich einfach so, dass wir einen Euro-Dollar aufhaben, dass wir einen DAX aufhaben, die Zeit läuft, wir haben 2, 3 Stunden und dann gucken wir, so, wo finde ich jetzt hier irgendwie eine Gelegenheit? Das ist immer das größte Problem, was ich auch von den Schwellern immer wieder höre. Paul ist ja einfach mal nach. So. Also wir sind jetzt quasi zu Hause, können jetzt 2 Stunden traden und überlegen, wo können wir hier irgendwie den Euro handeln. So, oh, jetzt ist aber 2 Pips gestiegen, jetzt gehe ich den Short und so. Man ersucht sich da immer Trades. Und das ist, da bin ich persönlich der Meinung, ich kann es nicht widerlegen, aber wenn wir uns immer so die Zahl ansehen, wie viel Prozent der Trader eigentlich Geld verlieren und uns dann die Statistiken angucken, wie viel Prozent der Trader den Euro-Dollar oder den DAX handeln, dann gibt es da meiner Meinung nach schon eine Verbindung, also eine Korrelation dazu. Weil ich einfach sage, die Masse handelt immer die zwei gleichen Assets und die Masse verliert auch einfach Geld daran. Und die Masse handelt nicht die Werte, die wir hier ein bisschen weiter unten in der Liste haben. Und dieses Problem wollen wir halt lösen mit dem Forex-Screener. Das heißt, wir wollen nicht mehr unsere Klassiker, unsere Lieblinge handeln. Die können wir beobachten und aufhaben. Die will ich Ihnen gar nicht wegnehmen. Aber es gibt immer mindestens ein Asset zu jeder Zeit. Egal, ob Sie mitternachts online sind, 12 Uhr mittags, 8 Uhr morgens, wann auch immer. Es gibt mindestens immer ein Asset, also ein Instrument da draußen, was eine viel höhere Chance gerade hat. Oder ein viel besseres CAV, also Chancen-Risiko-Verhältnis, als unsere Lieblinge Euro und DAX. So, gerade, bestes Beispiel, der Markt macht zu kurz vor um 10, also zumindest der DAX. Und was machen wir dann? Da ist keine Bewegung mehr drin. So, wir würden den Markt nicht mehr handeln, würden nur noch den Euro-Dollar handeln, da ist auch keine Bewegung drin. Ärgert uns, wir wollen halt Bewegung haben am Markt. Und das ist komplett gelöst mit dem Forex-Screener. Schauen wir uns das einmal mal ein bisschen genauer an, was haben wir hier eigentlich so? Ich glaube, im ersten Moment denkt man sich wahrscheinlich so, okay, klingt interessant, aber was soll ich eigentlich nun einstellen? Fangen wir mal grob an. Wir haben hier drei Kategorien. Die Basic-Filter, die Event-Filter
und die Candle Pattern Filter. Was sind die Basic Filter? Die Basic Filter, der Name lässt es eigentlich schon so ein bisschen erahnen, sind halt Basisfilter, um den Markt nach statischen Werten zu filtern, nach Indikatoren zum Beispiel zu filtern. Also ich kann beispielsweise sagen, lieber Forex-Screener, ich mag Devisen überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte nur deutsche Aktien handeln, die ich quasi kenne. Dann sage ich das hier oben schon mal, nur deutsche Aktien filtern. Dann bin ich vielleicht auch noch relativ ruhig unterwegs und ich möchte nur auf Tagescandles unterwegs sein. Dann stelle ich das hier genauso ein. So. Und dann geht es auch schon los, ein bisschen spezifischer zu werden. Ich sage dann beispielsweise, ich möchte Märkte finden, wo wir ein MACD haben, der über oder unter der Signallinie ist. Oder aber ich nehme den Supertrend-Indikator und ich sage, ich möchte, dass alle Märkte vom Supertrend her aufwärts gerichtet sein. Klicke ich hier an und mit jedem Klick, also egal was ich aktiviere, aktualisiert sich hier unten die Liste. Das ist quasi die Ausgabeliste mit den Informationen. Je schärfer ich filter, desto kleiner wird natürlich die Liste. Je grober ich filter, desto größer ist die Liste. Und das Ganze können wir komplett kombinieren. Ich kann also auch noch sagen, ich möchte, dass der Markt auch noch über dem 200er SMA ist. Also der Kurs ist über dem 200er SMA. Er soll auch kurzfristig aufwärts gerichtet sein, also auch noch über dem 9er EMA. Und wenn ich jetzt runterscrolle, ist die Liste schon mal kleiner. Wir haben jetzt 35 Assets. Machen wir das Ganze noch ein bisschen enger und schauen wir einfach mal, wo wir ein 52-Wochen-Hoch diese Woche gebrochen haben. Da bin ich gespannt, ob wir jetzt noch was sehen. Und wir sehen hier zwei Werte. So, das heißt, alles, was wir unten sehen, entspricht allen Kriterien, die wir oben eingestellt haben. Allen. Nicht nur eine, okay, also es ist keine Oder-Verknüpfung, sondern alle müssen erfüllt sein. So, das sind so grob die Basic-Filter. Gehen wir mal zu den Event-Filtern. Wo ist da der Unterschied? Bei den Event-Filtern sind wir darauf aus, dass genau jetzt in dem Moment etwas passiert. Das heißt, wenn hier oben bei den Basic-Filtern ein Kurs über dem 200er SMA ist, dann ist er wahrscheinlich auch noch in 3 Tagen da oder in 20 Stunden oder in 5 Minuten. Und bei den Event-Filtern sind wir ein bisschen zeitbasiert unterwegs. Das heißt, ich sage zum Beispiel, zeige mir die Märkte an, wo wir eine Hammerformation hatten. Und zwar, wo der letzte Hammer vor x Kerzen war. Das heißt zum Beispiel vor einer Kerze war. Oder wo die letzte Hammerformation vor 5 Kerzen war. Das heißt, entweder vor einer, zwei, drei, vier oder fünf. Also nicht älter als 5 Kerzen. Oder zeige mir die Märkte an, wo jetzt gerade der 20er den 50er SMA gekrost hat. Klicke ich hier an. So, das sind so die Eventfilter. Da können wir wirklich punktaktuell sagen, ich möchte jetzt sehen, was gerade passiert. Oder aber, mir ist das Aktuelle nicht so wichtig, dann sage ich beispielsweise einfach, ich möchte den letzten Hammer sehen. Der kann innerhalb der letzten 10 Kerzen gezeichnet worden sein. Und was heißt Kerzen? Das Kerzen haben wir überall diese Angabe und das bezieht sich immer auf das Zeitintervall, was wir hier oben angegeben haben. Und hier habe ich ja Tageskerzen angegeben. Das heißt, hier würde es bedeuten, die Hammerformation muss auf Tagesbasis innerhalb der letzten 10 Tage da gewesen sein. Wenn ich den Filter rausnehme, dann wird er alle Zeitintervalle durchprüfen. Das heißt, hier unten in der Liste hätte ich dann M1, M2, also das alles, was wir hier so im MetaTrader kennen. M1, 5, 15, Stunde 1, Stunde 4 und so weiter. Also wenn der Zeitintervall uns völlig egal ist, lassen wir das hier frei. Oder wir sagen einfach, nein, Tagesbasis, das ist mein Zeitintervall. Kurzfristiger, langfristiger möchte ich nicht. Und dann aktivieren wir das Ganze darauf. So. Nehme ich die Hammerformation wieder raus. Und dann haben wir noch die dritte Kategorie und hier haben wir Candle Patterns. Da können wir auch sagen, welche Candle Patterns möchte ich haben. Die Kategorie ist momentan noch nicht so groß ausgebaut. Die haben wir, glaube ich, erst beim letzten Webinar mit vorgestellt. Und da alle, die mit dabei sind, werden es wahrscheinlich auch sehen, dass sie so mit der Zeit immer weiter wachsen, wachsen und wachsen.
So, das sind die Filter. Wir haben hier Kategorien, das merkt man, sieht man an den kleinen Mülleimer zum Beispiel. Wenn wir hier einen kleinen Mülleimer daneben haben, dann bedeutet das, das ist direkt der Filter. Und wenn wir nun einen Pfeil haben, dann ist es eine Kategorie. Also ich klicke hier auf die Gap-Größe und dann habe ich hier zwei Filter da drin. Eine Wochenend-Gap oder eine Aktien-Gap zum Vortag beispielsweise. So, daran erkennen wir das Ganze. Das heißt, im ersten Moment sieht es nach gar nicht so extrem viel Filtern aus, aber im zweiten Blick, wenn wir die Kategorien aufmachen, dann sehen wir, dass da relativ viele Filter drin sind. Okay, welche Kombinationen wir hier noch so einstellen können und so weiter, kommen wir gerne später nochmal drauf zurück. Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Die ist eigentlich auch relativ wertvoll. Also nochmal zusammenfassend, alles, was wir oben eingestellt haben, muss unten erfüllt sein, damit wir die Werte sehen. Und hier sehen wir zwei deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen hier oben. Von hier oben. Das heißt, deutsche Aktien, Tagesbasis, der Supertrend ist aufwärts gerichtet, hat diese Woche das 52-Wochen-Hoch gebrochen, der Kurs ist über dem 9er und über dem 200er SMA. So, bei denen trifft es überall. Natürlich haben wir so ein paar Stammdaten vorne. Was ist das für ein Asset? Deutsche Aktie, Zeitintervall, Bid-Ask, was sind die Veränderungen von den 24 Stunden? Hier komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und alles, was wir oben eingestellt haben, sehen wir hier auch nochmal dargestellt in der Zahl. Jetzt sehen wir natürlich nur Pfeile nach oben, das ist uninteressant. Aber wenn ich beispielsweise sage, ich möchte, dass der Markt auch noch mindestens drei grüne Kerzen in Folge abgeschlossen hat, dann sehe ich hier unten auch hinten die genaue Zahl. Also Bedingung war ja mehr als drei grüne Kerzen und wir haben hier sechs grüne Kerzen. Also diese Information können wir hier auch noch mal rausziehen. Und die Tabelle erweitert sich horizontal um die Werte bzw. um die Filter, die wir oben eingestellt haben. Das heißt, wenn ich jetzt noch fünf weitere Filter aktiviere, dann hätten wir hier hinten noch fünf weitere Werte, um dann nochmal genauer nachzusehen, was steckt da eigentlich drin. So, wenn wir hier raufklicken, dann kommen wir zu einer ganz neuen Seite. Die ist eigentlich auch sehr, sehr interessant. Also, ich klicke einfach auf den Wert. Wir haben einen neuen Tab. Und bis jetzt sparen wir uns immer noch den Weg in den MetaTrader. Also, wir müssen da gar nicht rein, sondern wir sehen hier die Chartdarstellung direkt aus dem MetaTrader. Das war uns auch ganz wichtig. Besonders, dass wir nicht wieder eine neue Chartdarstellung haben und sie sich wieder an was Neues gewöhnen müssen, sondern dass ihnen das bekannt vorkommt. Also von der Skalierung, von der Grafik her, ist das genau das, was wir so aus dem MetaTrader kennen. Das sind original die Grafiken aus dem MetaTrader, die wir mit reingezogen haben. Und sie können wir auch durchswitchen wie im MetaTrader. Tagesbasis, Wochenkerzen, Monatskerzen, Minute 1, 5, 15. Also da war uns besonders wichtig, dass wir den MetaTrader oder sehr nah an den MetaTrader kommen. Denn am Ende des Tages handeln wir im MetaTrader und dann wollen wir auch möglichst nah dran sein und uns nicht ablenken lassen von anderen Chartdarstellungen, anderen Grafiken, Kursen und so weiter. Und was Kurse angeht, ist es auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Alle Assets, alle Kurse kommen in Realtime von FXBit. Das heißt, was bei vielen anderen Screenern öfters mal das Problem ist, dass sie hier vielleicht irgendwelche Werte sehen, die ganz toll aussehen, und dann gehen sie in ihre Trading-Software und merken, okay, kann ich hier gar nicht handeln. Oder der Screener sagt, wir stehen gerade bei 35 Dollar, aber ich kann ihn gerade mal bei 33 Dollar oder bei 36 Dollar handeln. Das gibt es hier nicht. Das gibt es hier überhaupt nicht. Das heißt, wir haben nur die Assets, die sie auch handeln können, weil alles andere bringt ihnen nichts. Und das Ganze auch mit den Kursen, die sie auch handeln können. Das heißt, Live-Kurse, nichts verzögert, nichts von vor 15 Minuten, alles in Realtime. Also eigentlich so, wie wir es haben möchten, um damit auch wirklich ja, einen Vorteil am Markt zu haben und nicht nur was Buntes zum Klicken haben, sage ich mal. Auf jeden Fall ist das die Detailseite. Hier sehen wir auch oben nochmal, wenn wir die Kürzel nicht kennen, was ist es eigentlich? Okay, die Norma Group, Kürzel, Zeitintervall und hier unten sehen wir nochmal alle Informationen. Das müssen wir uns nicht anschauen. Das ist also für die, die die Zahlen benötigen für ihre Strategien, die sich gerne Zahlen genauer angucken. Also alle Filter, die wir hier haben, sehen wir nochmal in der genauen absoluten Zahl oder in der Richtung, die dargestellt. Das heißt, MACD ist aufwärts gerichtet, wir sind über dem 10er EMA,
Die Distanz zu dem EMA ist 15%, Vortagestief, also sämtliche Informationen, also wirklich sehr, sehr viel. Muss man sie nicht ansehen, aber je nachdem, wie sie denn unterwegs sind, brauchen sie die Zahl vielleicht. Und ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ich habe es jetzt hier noch nicht aktiviert oder installiert. Wenn wir hier auf ein Asset klicken, dann kommt dann die Detailseite hier auf und zeitgleich öffnet sich auch schon der Chart hier im MetaTrader. Das ist das Tolle, dass wir direkt lostraden können. Also ich klicke hier rauf, sehe den Chart, gucke mir den Chart an und sage, okay, super, die möchte ich handeln. Dann gehen wir einfach nur noch in unseren MetaTrader und können sofort hier die Trades absetzen. In dem gleichen Zeitintervall mit der gleichen Darstellung. Das heißt, wenn ich also hier vorne eingestellt habe beispielsweise, setzen wir es einfach mal alles zurück. So, laden die Seite nochmal neu, dass die ganzen Filter deaktiviert sind. Und ich würde beispielsweise sagen, ich möchte die Werte sehen, wo wir mindestens 5 grüne Kerzen in Folge haben. So, dann würde ich hier einfach irgendeinen Wert klicken, nehmen wir mal ein Devisenpärchen. Dann sehen wir hier auch sofort, das stimmt. Da ist auf jeden Fall einige Stunden lang der Markt schon positiv gelaufen, ohne Unterbrechung. Wichtig, jetzt sehen immer abgeschlossene Kerzen. Also momentan haben wir eine Plus-Minus-Null-Kerze. Wenn die abgeschlossen ist, erst dann kommt die mit in die Zählung rein. So. Und dann würde sich automatisch der Chart hier drüben öffnen und wir bekommen auch noch eine Markierung. Also Sie müssen dann nicht mit der Lupe nachzählen und schauen, wo sind denn jetzt hier die 10 grüne Kerzen oder ist der Kurs wirklich über den SMA, sondern die ganzen Informationen, die Indikator, wenn wir also einen Indikator hier drüben aktivieren, nehmen wir einfach mal beispielsweise den MACD. Ich sage, ich möchte, oder ein RSI, noch besser, möchte, dass der RSI über 30 ist. Gucke, was haben wir unten für eine Auswahl? Wo haben wir ein RSI über 90? Haben wir keine Auswahl? Ich nehme das wieder raus. Jetzt haben wir hier zwei Werte. Nehme die Aktie. Dann öffnet sich der Chart im MetaTrader und zeichnet auch automatisch den RSI mit an. So, also wir können es nochmal verifizieren. Könnte natürlich sein, dass immer mal Fehler passieren. Und wir uns vielleicht verrechnet haben oder die Roboter, aber sie sparen sich dann hier drüben die Indikatoren aufzumachen, zu gucken, ah, wo ist der RSI oder ATR, ziehe ich hier rein, aktiviere es, bestätige, macht er alles komplett automatisch. Und auch das ist für Sie als Kunde von FXBet komplett kostenlos in dem Bereich. So, dann mache ich mal ein paar Fenster hier zu oder Tabs besser gesagt. So. Dann haben wir in der Tabelle noch einen Wert, der ist auch, ich glaube, beim letzten Webinar mit drangekommen. Den hatte ich gerade noch nicht erklärt. Und zwar ist das 52-Wochen hoch und tief, die Darstellung. Die finde ich persönlich sehr, sehr sinnvoll hier drin, weil wir einfach sofort sehen, wenn wir es einmal verstanden haben, wie der Wert steht. Wir sehen hier vor, also wir sehen hier erstmal einen kleinen Balken. Ich nehme den Filter mal raus, dass wir das ein bisschen besser sehen. So, wir sehen also einen Balken, der ist entweder dunkelblau, grau oder grün, er ist entweder voll ausgefüllt oder fast gar nicht ausgefüllt. Und wir sehen links und rechts eine Zahl. So, was bedeutet das? Wir haben links das 52 Wochen Tief und rechts das 52 Wochen Hoch. Bei allen verschiedenen Werten. So, und hier beispielsweise bei der einen Aktie sehen wir das ganz gut. 52 Wochen Tief war bei 30,5 Dollar. Und 52 Wochen hoch war bei 43 Dollar. Der Balken ist ja, eher links orientiert, fast zur Mitte. Das bedeutet, wir sind eher näher am 52 Wochen Tief. Hier ist der Balken fast komplett ausgefüllt. Das sehen Sie wahrscheinlich nicht so genau, aber ganz hinten fehlt ein Stückchen. Das bedeutet, der Markt hat fast das 52 Wochen Hoch erreicht. Könntest du hier mal aufmachen und da sehen wir auch schon. Wahrscheinlich ist das hier das 52 Wochen hoch und hier sind wir fast oben dran. Schauen wir ein bisschen auf Tageskerzen. Ja, das passt. Also hier sehen wir, das hier ist das 52 Wochen hoch. Wir sind fast dran. Kurz haben wir es oder kurz davor es zu erreichen und der Vorscreener hat es uns sofort gezeigt. Das heißt, wenn wir vielleicht gar nicht dann auch filtern, sondern einfach nur den Markt oder einfach die Liste durchgehen, dann erkennen wir sofort auf dem ersten Blick, ah, okay. Hier ist was am 52 Wochen hoch. Das könnte wieder interessant sein. Gucken wir ein bisschen weiter zurück. So, Tagescandle haben wir hier erreicht. Die Kerze ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen haben wir hier das 52 Wochen hoch auch erreicht. Schauen wir mal auf den Balken. Der ist komplett ausgefüllt.
Jetzt gucken, ob ich ein bisschen reinzoomen kann. Das klappt leider nicht, aber, oh, aber wir sehen hier, wenn wir direkt davor sitzen, der Balken ist ausgefüllt. Wir sind da 52 Wochen hoch. Und das sind die ganzen Informationen, die wir erstmal rausziehen können. Das heißt, je mehr Filter ich hier aktiviere, desto voller ist hier unten Ihre Liste. So, ich gucke jetzt mal kurz in die Fragebox rein, dass da sich nicht allzu viel anstaut. So, was haben wir hier? Das Fenster ein bisschen größer machen. Also, hallo zusammen. Noch einmal ein großes Lob für den Screener und die prima Umsetzung vieler Kundenanregungen. Ja, vielen Dank auch dafür und auch vielen Dank fürs Kundenfeedback. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Wir erzählen es nicht nur so, weil es gut klingt, sondern uns ist es wirklich sehr, sehr wichtig und für uns sehr wertvoll. Und ich denke mal, die, die schon etwas länger dabei sind, merken auch, dass wir sehr, sehr viel umsetzen, was gefragt ist. Natürlich können wir nicht alles umsetzen, sondern für uns ist immer wichtig, dass die Wünsche oder die Ideen möglichst vielen etwas bringt. So, also wenn jemand eine sehr exotische Idee hat, wo man sagt, ja, ist schön, aber wir glauben, das nutzt nicht jeder, dann können wir es natürlich nicht umsetzen. Aber so, es gibt Vorschläge, wo wir dann selbst sofort sagen, super, dass wir nicht drauf gekommen sind, setzen wir um. Oder es gibt Vorschläge, die kommen einfach öfters und dann werden natürlich auch nach und nach eingebaut. Gut, dann zurück zur Frage. In diesem Zusammenhang zwei Fragen. Ist es geplant, im RSI die Periode anzupassen zu können, da er mit der 14er Einstellung zu selten in die Extremzone läuft? Wäre es programmiertechnisch machbar, Divergenzen in Bezug auf RSI und Kurs zu filtern? Vielen Dank. Ja, der erste Punkt, und zwar die Anpassung der Perioden. Das ist ein Wunsch, der kam schon öfters. Das steht auch auf unserer Liste. Wir können nur nicht genau sagen, wann und wie das umgesetzt wird. Ich will ja gar nicht technisch allzu sehr in die langweilige Tiefe gehen, sondern es ist eine relativ große Änderung im Hintergrund. Also da muss relativ viel umgebaut werden, damit das funktioniert. Steht auf unserer To-Do-Liste, definitiv, für alle möglichen Filter. Aber wann es kommt, das kann ich momentan noch gar nicht sagen. Aber vergessen wird es nicht und es ist nur eine Frage der Zeit, würde ich mal sagen. Die zweite Frage war ja, wäre es programmiertechnisch machbar, Divergenzen in Bezug auf RSI und Kurs zu filtern? Das ist auch ein Vorschlag, der schon kam, also programmiertechnisch durchaus möglich. Steht auch schon auf der To-Do-Liste, gar nicht so weit oben oder gar nicht so weit unten, sondern eher im Mittelfeld. Aber beides Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind. So, habt ihr einen Plan, den RSL? Relative Stärke nach Levy. Den haben wir noch gar nicht, aber sehr schön. Das kopiere ich mir direkt mal raus und schreibe es mir auf meine Liste. So, perfekt. Ja, vielen Dank. Ist aufgenommen. Wenn wir bei der nächsten Teamsitzung einfach mal prüfen, wie wir das einstufen werden, aber eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, wie ich finde. So, die Ergebnisliste als Flipchart. Noch gar nicht drüber nachgedacht, aber auch das nehme ich gerne mit auf in unserer Liste. So, dann haben wir noch, hallo, der Link funktioniert bei mir leider nicht. Ja, gerne nochmal schreiben, welcher Link nicht funktioniert. Dann kann ich da gerne nochmal helfen. Sind die Filter von Orkan auch drin? Gruß. Ja, die Filter von Orkan Kruger sind auch mit eingebaut. Die sind zu erkennen an der Farbe. Das sind die sogenannten Pro-Filter. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das in der Übertragung aussieht, so pink-rosa, das sind die Filter von Orkan. Das heißt hier, hier, hier. Das sind die Pro-Filter und die sind hier auch mit drin. Da steht auch nochmal unten eine Legende, welche Filter von Orkan sind. Daran erkennt man es eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir die Frage mit dem Link, der nicht funktioniert. Die API, dass das Ergebnis in den Trader übernommen wird. Gerne, bitte, würde ich vorschlagen, einfach uns eine E-Mail zuschicken mit einem Foto oder Screenshot, wo wir das ein bisschen genauer sehen und mal eine kurze Erklärung. Einfach an mail@forex-screener.de und dann kann sich das jemand nochmal in Ruhe anschauen, weil so auf die Stelle kann ich das jetzt auch nicht herausfinden. Das würde etwas zu viel Zeit beanspruchen. Okay, super, perfekt. Dann haben wir erstmal alle Fragen durch. Weitere Fragen gerne her. Wenn sich wieder ein bisschen was angestaut hat, dann gehen wir nochmal drauf ein. So,
Zurück zu unserem Forex-Gewinner. Also die Filter, die haben wir alle so grob. Ich würde sagen, ich gehe jetzt heute gar nicht auf alle Filter ein. Das ist eher ein bisschen das betreute Vorlesen. Das können Sie am besten in Ruhe nochmal machen, sich mit den einzelnen Filtern zu beschäftigen. Ich muss sagen, der Stand heute ist wirklich sehr, sehr mächtig. Also man muss immer ein bisschen die Waage halten zwischen Übersicht und Funktion. Ich glaube, keinem ist geholfen, wenn wir jetzt hier mit 10.000 Filtern ankommen. Das ist gar nicht so groß Sinn und Zweck der Sache, sondern wir wollen halt die Sachen nutzen oder einbauen, die wirklich die Masse nutzt. Und wenn wir so auf die Statistiken gucken, werden die eigentlich alle sehr, sehr gut genutzt. Der beliebteste Filter, finde ich immer sehr, sehr lustig, weil ich ihn selbst auch sehr toll finde, ist der Filter Kerzen in Folge. Das heißt, grüne Kerzen in Folge oder auch rote Kerzen in Folge. Ist eigentlich auch ein sehr mächtiges Werkzeug, finde ich. Denn wenn wir beispielsweise mal auf Tagesbasis wechseln und wir grüne Kerzen auf 10 stellen, so und wir haben jetzt hier Werte, Daimler oder die Arealbank, und wir sehen hier 13 Tage in Folge grün oder auch rot, hat schon eine Aussagekraft, muss ich sagen. Das sind Werte, die nicht ohne Grund steigen. Das gilt ja in Folge, das heißt ohne Unterbrechung. Tag für Tag positiv abgeschlossen. Und wenn wir uns hier, sehen Sie wahrscheinlich gar nicht so groß, aber wenn wir uns die letzten Kerzen angucken, die sind einfach komplett durchgehend ohne schwarze bzw. rote Kerze nach oben gelaufen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Filter in beiden Richtungen, sowohl nach oben, nach unten, auch auf anderen Zeitintervallen. Schauen wir einfach mal, was wir noch so haben. Wir haben hier eine auf H4-Basis, Billfinger. Die läuft einfach komplett durchgehend. Was haben wir hier angegeben? 15 Kerzen in Folge ist sie positiv. Also viele deutsche Aktien sind gerade hier in Folge relativ grün. Und das ist ein extrem mächtiger Filter. Also ich persönlich nutze ihn auch sehr, sehr gerne. Würde damit relativ schnell Momentum entdecken können oder Korrekturen finden können. Das gleiche gilt natürlich auch für die roten Kerzen. Da haben wir gerade nur Lee McDonald's. Da sehen wir auch schon, das ging bergab nach unten. Wir sehen sofort, wenn wir durchscrollen, viele Pfeile nach unten, viele Indikatoren nach unten gestimmt. Also, ich denke mal, heute, wer sich alle den Forex-Screener beantragt kostenlos, der würde auf jeden Fall in der Zukunft eine Menge Zeit und Arbeit sparen im Ganzen. Also, das Komplettpaket, Live-Kurse, die Verbindung zu den MetaTrader 4 und 5, ganz wichtig, da wollen wir keinen aussperren. Es gibt ja nun technisch eine kleine Hürde, sage ich mal. Und zwar ist die Version für den MetaTrader 5 mächtiger als die Version für den MetaTrader 4. Nicht, weil wir irgendwie sie aussperren möchten vom MetaTrader 4, sondern technisch können wir einfach mit dem MetaTrader 4 nicht allzu viel anrichten wie mit dem MetaTrader 5. Das heißt, die Verbindung zu dem Vierer wird so laufen, dass ich hier unten auf einen Wert klicke und der Chart öffnet sich einfach nur im MetaTrader 5. Und wenn ich den MetaTrader 4, also einfach nur die Charteröffnung, und wenn ich den MetaTrader 5 nutze, dann kommen automatisch noch alle Markierungen mit rein. Also habe ich jetzt eine Gap-Größe, eine Wochenend-Gap, die ich einstelle, dann malt er mir das schön bunt an, dass ich nicht suchen muss, wo ist hier die Wochenend-Gap. Wenn ich einen Supertrend aktiviere, zeichnet er mir den Supertrend automatisch ein. Also die Version ist sehr, sehr, sehr angenehm. Wir würden es auch gerne im MetaTrader 4 so umsetzen, aber da ist uns technisch leider sind die Hände uns gebunden. Aber wir haben für beides eine Lösung. Die 5er ist auf jeden Fall ausgiebiger und so hat man auch immer eine kleine Motivation, ein bisschen mit dem Trend zu gehen und die 5er Variante zu nutzen. Okay, dann würde ich mal sagen, sind wir erstmal soweit mit den Basics durch. Ich glaube, jetzt sollten wir alle so einigermaßen wissen, was ein Forex-Screener ist, was wir damit machen können und ob es überhaupt sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen. Ist immer eine Sache, wie Sie am Markt unterwegs sind. Vielleicht haben Sie eine ganz andere Strategie, wo Sie sagen, Screening bringt mir nichts, ist nicht passend für mich. Vollkommen in Ordnung. Hängt immer ganz stark davon ab, wie Sie oder mit welcher Strategie Sie am Markt unterwegs sind. Gut, dann kommen wir mal zu den Neuerungen. Wir haben eigentlich noch etwas sehr, sehr Großes für heute mitgeplant, aber da sind wir technisch leider noch nicht fertig geworden, um das heute zu präsentieren. Ich höre schon,
das Weinen von Nelson im Hintergrund. Ja, das haben wir heute leider nicht geschafft. Wir haben ein paar Kleinigkeiten für heute mitgebracht, aber ich denke mal, zum nächsten Mal wird es auf jeden Fall komplett fertig sein. Es läuft bei uns schon in der Testumgebung. Da sieht es momentan schon ganz gut aus. Also es gab da ein paar Probleme, wieso wir es jetzt noch nicht sofort live genommen haben. Ist mal ein bisschen schwierig. Sehr, sehr viele nutzen den Fullscreen und da möchten wir natürlich keine Neuerung einbauen, die dann zu Problemen führt. Aber gerade für Fans, was Volume Trading oder Volume Profiling angeht, da nur als kleinen Tipp sind wir gerade daran, einiges umzusetzen und haben schon umgesetzt, aber wir müssen auch auf Herz und Nieren jede Funktion testen, um das Ganze hier auch anzubieten. Und ja, alle Fans oder alle Volume Profiling, VWAP und POC-Fans, die werden auf jeden Fall eine Menge Spaß damit haben. Ich denke mal, zum nächsten Webinar mit Neuerungen ist auf jeden Fall alles fertig oder auch schon zur WGT. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Was haben wir sonst alles Neueres? Also, was kann ich überhaupt präsentieren, ohne nur davon zu erzählen, was heute noch nicht fertig geworden ist? In den letzten Wochen haben wir uns fokussiert auf gar nicht allzu viele neue Filter, sondern auf das Ganze drumherum. Aber fangen wir erstmal mit den Filtern an. Das, was Sie hier nicht sehen, das ist ein bisschen Performance-Optimierung im Hintergrund. Wir haben daran gearbeitet, dass die Seite an sich für Sie noch schneller ist. Das ist wahrscheinlich nichts, was wir uns auf die Fahne schreiben, aber die meisten merken das schon in der Bedienung, dass es ein bisschen fixer ist. Einen sehr, sehr großen Wunsch, den wir auch noch umgesetzt haben, ist der Power Candle Indikator. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da draußen gibt es einige verschiedene Bezeichnungen für Kerzen, die gerade extrem groß sind. Ich setze den einfach mal zurück, weil hatten wir neun, aktiviere ich den. Dann können wir uns das vielleicht in der Praxis einfach mal ansehen. Also ich aktiviere den Power Candle und natürlich sehen wir gerade nichts, weil wir gerade keine Power Candle am Markt haben. Was heißt das? Der Name verrät es eigentlich schon, und zwar sucht der Fullscreener mit der Aktivierung von diesem Filter nach Kerzen, die überdurchschnittlich groß sich jetzt gerade ausbilden. Das heißt, nicht vor einer halben Stunde oder vor fünf Kerzen ausgebildet wurde, sondern jetzt gerade in dem Moment. Das heißt, eine Kerze muss sich jetzt gerade in dem Moment überdurchschnittlich groß ausbilden, egal ob nach oben oder nach unten. Das ist der Power Candle Indikator. Den nutzen wir selbst zum Beispiel auch in automatischen Handelssystemen. Da achten wir auch immer sehr, sehr drauf oder besonders gerne drauf auf solche Kerzen. Lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, denn große Kerzen, die überdurchschnittlich sind, bedeuten oft immer eins: Da ist gerade Bewegung am Markt und wir wollen da sein, wo Bewegung im Markt ist. So, das ist der Filter. Ich weiß gar nicht, wie oft er sich eigentlich gewünscht wurde von uns, oder was heißt von uns, von unseren Nutzern. Jetzt haben wir ihn endlich auch mit eingebaut. Der läuft auch im Realtime, also wie gesagt, keine abgeschlossenen Kerzen, sondern was jetzt gerade im Markt passiert. Also wir haben ihn jetzt nicht. Vielleicht können wir ihn in 10 Minuten aktivieren. Vielleicht haben wir da die Powerkerze. Vielleicht haben wir jetzt auch eine Powerkerze. Ich aktiviere sie nochmal. Aber sieht noch negativ aus. So. Vorhin, kurz vor dem Webinar, habe ich den auch nochmal getestet. Da haben wir gerade zwei Werte gehabt, die eine sehr, sehr starke Kerze ausgebildet haben. Aber jetzt leider nicht. Gut, können wir nichts dran ändern. Es sind halt Live-Kurse. Ja, was haben wir denn sonst gemacht? Ich hatte es ja am Anfang erwähnt. Der Wunsch war groß nach Inspiration, nach Trading-Ideen, nach Strategien. Generell einfach den Tradern was an die Hand zu geben. Finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, denn die meisten sind einfach erschlagen und denken sich, schön bunt, schöne Farbtöne, sieht ansprechend aus, aber was mache ich jetzt damit? Was haben wir dafür gemacht? Wir haben zwei Punkte ins Leben gerufen. Zum einen haben wir unseren YouTube-Kanal aktiviert, den wir auch fleißig pflegen, und wir haben unseren Blog aktiviert, wo wir auch fleißig in die Tastatur hauen, um ja, Trades zu zeigen, Inspiration zu zeigen. Einfach, wir wollen keine Signale rausgeben, das ist ganz wichtig, ne? Wir wollen also nicht irgendwie per E-Mail rumschicken, jetzt gehe ich Gold Long, hier ist mein Stopp, hier ist mein Take Profit. Das wird es niemals beim Forex-Screener geben. Der Forex-Screener wird immer ein Werkzeug sein und wir tun alles daran, dass das Werkzeug möglichst gut zu Ihnen passt und dass Sie ihn möglichst gut verstehen. Das ist immer ganz wichtig.
Gutes Werkzeug bringt einem nichts, wenn man damit nicht umgehen kann. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern Inspirationen sind, ich liebe sie selbst. Wenn ich irgendein Programm nutze, irgendeine Software nutze oder irgendwie eine Strategie lese und höre, wenn ich sehe, wie es andere anwenden oder was andere damit machen, finde ich für mich sehr, sehr wertvoll. Und auf unserem YouTube-Kanal ist es so, dass wir regelmäßig, ich gehe mal hier auf die Videosektion, dass wir jetzt regelmäßig Trades veröffentlichen. Da geht es auch nicht darum zu zeigen, wie toll wir sind oder wie schlecht wir sind, sondern einfach um Inspiration, wie wir Sachen handeln. Also wir haben beispielsweise im Preismarkentrading hier mal durchgeführt. Wir haben hier ein Gap-Trading-Trade mal durchgeführt, wo wir das Ganze sehen, wie haben wir es gefiltert, wie haben wir es eingestellt, wie sind wir vorgegangen. Ganz wichtig, alles keine Sachen, wo wir den Kopf ausmachen und dann sagen, ich handle danach, sondern Inspiration. Wir wollen ihnen was an die Hand geben, wo sie sagen, okay, daran habe ich nie dran gedacht, an diese Herangehensweise. Oder interessant, ich mache es anders, aber das finde ich irgendwie besser oder finde ich nicht gut. Das ist so Sinn und Zweck hinter der ganzen Sache. Und hier werden wir nach und nach alles pflegen und ja, einfach das Feedback umsetzen. Ich habe es gesagt, oder selbst das sage ich öfters, das, was von ihnen kommt, Wünsche und Feedback werden umgesetzt. Und das war ein ganz großer Wunsch, dass man mehr Inspiration bietet und Strategien zeigt, wie man damit arbeiten kann. Und da sind wir eigentlich relativ einfach unterwegs und sagen uns einfach, okay, wenn das der Wunsch ist, dann setzen wir das Ganze herum. Nicht nur in Videoform, sondern auch in unserem Blog. Also wenn wir auf vorzwinger.de sind und nach unten scrollen, dann sehen wir ja auch noch den Blog. Und hier bauen wir das Gleiche auch nochmal durch oder auf. Beispielsweise Fibonacci-Trading mit dem Forex-Screener. Wie kann ich die Filter anwenden? Wie werden die Sachen gezogen? Ein paar Geschichten hinter dem Forex-Screener. Das Ganze unterstützt mit Videos. Wie stelle ich die Sachen dann eigentlich ein? Das ist alles im Aufbau. Und das ist so das, woran wir im Team gerade sehr, sehr stark arbeiten. Seit heute haben wir auch noch eine Screener-Watchliste mit aufgenommen. Da schauen wir auch, wie das Ganze bei Ihnen ankommt, um das weiter eventuell noch auszubauen oder umzubauen, wo wir einfach ein paar, ich sag mal, Diamanten oder Leckerlis aus dem Screening-Alltag veröffentlichen. Also hier haben wir beispielsweise in unserer Watchliste zwei Aktien draufgepackt, wo wir dann einfach raufschreiben, welche Filter haben wir genutzt, welcher Hintergedanke war da und ja, was ist unsere Meinung zum Chart? Und hier sehen wir beispielsweise eine Aktie, Skyworks Solution. Da haben wir gefiltert nach Preismarken. Das heißt, wir möchten möglichst nah an einer Preismarke sein. Und hier sehen wir es beispielsweise. Die Chartdarstellung ist jetzt nicht so schön fürs Webinar. Aber wir sehen hier die rote Linie. Das ist die Preismarke. Das ist die 30-Dollar-Marke. Hat der Forex-Screener automatisch erkannt. Wir sehen, der Markt prallt immer wieder ab, wenn er an der Marke ist oder sorgt für starke Bewegung. Kommt auf unsere Watchliste. Anderes Beispiel. Die Arealbank, 10 grüne Kerzen in Folge, ist zusätzlich auch noch an einer Preismarke perfekte Werte für die Watchliste. So, und das sind so die Punkte, wo wir jetzt gerade arbeiten und auch in der Vergangenheit gearbeitet haben, um einfach die Praxis noch näher zu bringen. Was kann ich damit machen? Welche Vorteile habe ich? Welche Strategien kann ich damit setzen und so weiter? Das sind so die Punkte für die nächsten oder fürs komplette Jahr. Und das Ganze wird sich dann so ein bisschen aufteilen in neue Filter, neue Videos, neue Tutorials, neue Strategien und so weiter. Und so bauen wir das Ganze hoffentlich, das ist unser Ziel, mit Ihnen halt gemeinsam auf. Also wir möchten hier nicht sitzen und uns überlegen, was braucht man in der Theorie, sondern da sind wir ganz ehrlich und sagen, immer her mit den Ideen, wir setzen einfach um. Und wer lange genug dabei ist, da wird es uns auch glauben und nicht nur denken, dass das der klassische Marketing-Trick ist, um einem das Gefühl zu geben, dass man irgendwie gefragt ist oder so. Also bei uns wirklich immer, immer gerne her mit den Ideen, was das Ganze angeht. So, dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Wie gesagt, alles, was wir hier gesehen haben, ohne Haken, ohne irgendwas, gibt es komplett kostenlos als aktiver Kunde von FXBet. So, dann würde ich noch mal bevor wir wieder auf die Fragen eingehen, noch mal kurz auf die schöne Seite von FXWelt gehen. Wenn wir auf den Kalender gucken, dann steht der November auch wieder vor der Tür. Und der November heißt großes Klassentreffen in Frankfurt am Main. Die World of Trading startet wieder.
Und auch da sind wir mit dem Fondscreener vertreten. Ich glaube, wenn Sie auf die Messefläche laufen, dann werden Sie wahrscheinlich schon direkt den Stand von FXWirt sehen und auch ganz groß die Banner vom Forex-Screener. Und da werden wir auch vor Ort sein, und zwar am Freitag. Das ist der 15. November, werden wir am Stand von FXWirt, oder ich besser gesagt, auch einen kurzen Vortrag halten über den Forex-Screener, wo wir nochmal gemeinsam raufschauen, was gibt es momentan für Möglichkeiten. Hoffentlich haben wir dann auch die Volumen-Profiling-Geschichten mit eingebaut. Da sind wir auch noch eine gute halbe Stunde aktiv. Und auf der WOT an sich, also es gibt ja die Seminarräume, da gibt es auch nochmal Vorträge, die circa 1,5 Stunden dauern. Und auch da bin ich nochmal vertreten, auch nochmal mit dem Forex-Screener. Das heißt, wer das Ganze nochmal in echt erleben möchte oder einfach nochmal den Austausch sucht zu dem Thema, es ist nicht mehr lange, dann ist wieder das große Klassentreffen in dem Bereich. So, dann würde ich mal sagen, ist die große Fragerunde eröffnet. Ich sehe schon ein paar Fragen, aber alle Fragen, die noch offen sind, gerne her damit. Dann können wir die alle noch ganz in Ruhe durchgehen und dann geht keiner mit Fragen nach Hause. So, ein großes Lob, sehr schön gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Freut uns immer wieder, wenn wir hören, dass das Ganze so ankommt, wie es geplant ist. Kann ich mehrere Screener gleichzeitig anwenden? Was funktioniert, ist, ich kann natürlich mehrere Tabs offen haben. So habe ich hier drüben mein Power Candle, wo ich drauf warte. Und hier drüben habe ich meinen Supertrend des Aufwärts und am 15 und nur Indizes. Das funktioniert. So kann ich halt aktiv sein. Was dazu auch noch natürlich noch zu sagen gilt, ist, viele Trader haben zu Hause natürlich schon mehr als einen Monitor. Nicht alle, aber viele. Und da ist es natürlich noch mal angenehmer, wenn wir uns vorstellen, wir haben zwei Monitore. Oh, das ist so ein bisschen nach. Links haben wir unseren MetaTrader drauf. Rechts haben wir den Forex-Screener. Und so haben wir ein perfektes Zusammenspiel. Ich klicke also hier auf den Wert. Jetzt haben wir gerade keine Power Candle. Ich klicke hier auf den DAX drauf. Und drüben auf dem zweiten Bildschirm würde sich dann automatisch der DAX im MetaTrader 4 oder 5 öffnen. Ist vom Zusammenspiel, also wirklich der Bedienung her, wenn wir wirklich traden, ist es sehr, sehr angenehm, weil wir eigentlich nichts mehr machen müssen im MetaTrader, also kein Asset suchen und reinziehen und oh, welches Zeitraum dabei, Stunde 1. Mit zwei Monitoren, dem Forex-Screener, ist es wirklich, ohne das Projekt selbst loben zu wollen, aber ein perfektes Zusammenspiel, was die Bedienung einfach angeht. Keine komplizierten Klickwege und so weiter. Das war uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir Zeit sparen, nicht Zeit verlieren mit irgendwelchen unnötigen Klickereien. So, dann haben wir keine weiteren Fragen. Falls noch jemand spontan auf die Tastatur fleißig unterwegs ist, kein Problem, wir haben noch ein paar Minuten. Aber ansonsten natürlich, wenn Fragen noch aufkommen, vielleicht auch erst später oder morgen oder wann auch immer, gerne einfach uns anschreiben vom Forex-Screener oder lieber, wenn Sie das möchten, FXWirt kontaktieren, wie auch immer. Ich glaube, egal wen Sie kontaktieren, die Fragen bekommen Sie auf jeden Fall beantwortet. Und alle, die bei FXWirt ein Konto haben, ein Live-Konto haben, die können ihn auch komplett kostenlos beantragen. Wie gesagt, entweder direkt auf der Seite von FXWirt, hier oben auf der Handelsplattform Forex-Screener oder direkt auf forex-screener.de auf der Startseite. Dann haben wir oben den Link Zugang erstellen. Und dann funktioniert es auch. Dauert in der Regel vielleicht ein, zwei Tage, maximal eher so einen Werktag, dann ist das Ganze freigeschaltet. Oder aber, wenn Sie noch kein Kunde sind bei FXWirt oder bei CapTrader, dann können Sie natürlich einmal das Konto eröffnen und dann bekommen Sie das alles, was Sie heute gesehen haben, auch komplett kostenlos, ohne Zeitverzögerung, in Realtime, mit allen Funktionen, mit allen Filtern. Also nichts, es gibt keinen Haken, wir fragen nicht mal nach den Kreditkartendaten oder nach Bankdaten. Das ist wirklich zu 100% komplett kostenlos. Sehr schön. Keine weiteren Fragen kamen rein. Dann würde ich sagen, Nelson, sind wir auch schon am Ende angekommen, oder? Ich glaube, alle Fragen sind beantwortet. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Sieht gut aus, hat bis jetzt funktioniert. Und ich denke, die Technik wird jetzt uns in den letzten Sekunden nicht im Stich lassen. Also sollte jetzt im Laufe der Woche online kommen.
Dann ich bedanke mich schon mal. Dann hast du gerne das Schlusswort, David. Natürlich einmal bei dir für das Webinar. Insgeheim hast du ja gesagt, habe ich mich natürlich auf die neue Funktion, die du ja schon kurz angeteasert hast, gefreut. Aber umso mehr freue ich mich dann, eventuell das live dann auf der WOT zu sehen. Kommen Sie gerne vorbei. Und ansonsten sehr schöne Neuerungen. Und ja, das Tool wird immer besser und besser. Und echt schön, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Dann wünsche ich natürlich, ja, heiß machen, genau. Wünsche ich euch oder Ihnen allen noch einen schönen Abend. Haben Sie noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf. Gerne dann zum nächsten Mal. Und David, wie gesagt, du hast gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Worte und auch von mir ein herzliches Dankeschön in die Runde. Freut mich, dass so viele dabei waren und so viele bis zum Ende geblieben sind. Ich freue mich über jeden Nutzer, der den Forex-Screener nutzt und sich anschaut und vielleicht mal prüft, ob das Ganze was für sich ist. Feedback, Fragen, immer gerne her damit. Da freue ich mich noch mehr drüber. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, viele erfolgreiche Trades und vielleicht sehen wir uns ja auch in Frankfurt wieder. Also, in diesem Sinne, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.